Yo, 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 Leute, willkommen zurück zu Skyrim Andril. Mir ist gerade eingefallen, dass wir ja immer noch... Moment, mit welcher Taste war das nochmal? Verdammt. Dass wir ja immer noch hier mit der Magie in den Talentbaum... in dieses Talentbaum-Dingens da reingehen können. Und mal so ein bisschen... weiter was ausbauen können, wenn ich das jetzt so mal finde hier. War das hier? Meditation. Ja, meditiert, das ist schon richtig. Nur jetzt muss ich die Taste finden. War das Y? Ja, es war Y. Krass. Krass, dass ich auf Y noch nie außersehen draufgekommen bin. Krass. So, ja, wir haben hier jetzt ja schon so ein bisschen angefangen. Das war alles Magie. Und ehrlich gesagt habe ich meine Meinung ein bisschen über Magie geändert. Denn Magie ist verdammt stark in Andril. Also man sieht das von diesen Blitzen da. Was hatten wir hier denn? Schatten des Windes. Blablabla. Warum habe ich das nochmal gemacht? Was habe ich hier nochmal? Ich glaube Schlösser knacken und sowas, ne? Ja, Diebeslehrling. Und, boah. Ja, warte mal. Expertenschlösser. Gesellenschlösser sind einfacher knackbar. Fortan könnt ihr Expertenschlösser knacken. Das ist schon ehrlich gesagt wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Ich guck mal eben hier zurück. H. Wie viele Punkte habe ich denn zum Ausgeben? Ich glaube 4. Das sind die, ne? Warte mal. Ja, ich habe 4 Punkte. So, dann könnte ich ja hier Abguss, Schnellschuss oder Waldläufer. Mal gucken. Mit schussbereiten Bogen laufen. Ihr könnt Bögen um 30% schneller spannen. Verleiht euch automatisch ein Abbild des Schlüssels eines geknackten Schlosses. Hä? Also, wenn ich etwas zweimal knacken will, sagt es mir beim zweiten Mal direkt das Schloss. Jetzt fragt sich, wie oft das passiert. Wie oft knackt man ein Schloss das zweite Mal? Ich würde da ehrlich gesagt lieber hier Schnellschuss machen und dann Expertenschlösser aufschließen wollen. Weil wie oft steht man vor so einem Expertenschloss und sagt sich dann, verdammt, könnte ich das mal aufmachen? Ich würde sagen, hier... ja, doch. Komm, machen wir mal. Und... ja, das. Zack. So, jetzt haben wir noch 2 verbleibend. Was hatten wir hier noch hier? Hier noch hier. Tränke, die Gesundheit, Mana oder Ausdauer wiederherstellen. Wirkungsvoller, okay. Windläufer. Hier ganz unten ist passende Rüstung. Leichte Rüstung ist um 17% wirkungsvoller, halt so ein bisschen defensiv. Hinterhältig. Preise bei Händlern verbessern sich um 7%. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Bla bla bla. So, jetzt sind wir hier angekommen, glaube ich, ne? Ermöglicht es euch im Sprint einen kraftvollen Angriff auszuführen, der doppelten kritischen Schaden verursacht. Doppelten kritischen Schaden, das ist schon ziemlich viel. Was haben wir hier? Klingentänzer, ruhige Hand. Liegt eure Ausdauer unter 50%, ist eure Wahrscheinlichkeit ein... 8%, das ist ein Nix. Was ist denn das Allerhöchste hier? Betäubungshieb. Ah, super. Ich weiß nicht, irgendwie nicht wirklich stark. Brachialer Hieb. Angriffe auf einen blockenden Gegner verursachen nun 40% mehr Schaden. Wow, das ist echt fies. Fies. Viel. Also, ich glaube, das ist wirklich das Beste hier, was man bekommen kann. Ja, und Magie. Magie ist eigentlich cool. Diese Erinnerung schaltet alle Magierdisziplinen, bla bla bla. Hier, außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Generation. Sowie das Talent Fokus. Ich mach das mal einfach. Also Magie ist hier echt besser, als ich gedacht habe. Deswegen. Jetzt fragt sich natürlich noch, warte mal eben, ich muss eben kurz gucken, was für eine Magie ich immer einsetze. Mit meinem Blitz. Hier. Was? Erhöht Rüstungswert um 80? Krass, wusste ich gar nicht, dass ich das irgendwie habe. Aber okay,
Habe ich sogar als Favorit, wusste ich gar nicht. Hier, gleißender Funke ist bei Elementarismus. Okay, das heißt, wir müssen. Sinistrop? Ich meine, hier links ist Elementarismus, aber was heißt denn hier? Taumaturg. Gibt's das hier irgendwo? Was heißt Taumaturg? Oder Sinistrop? Mal eben gucken. Ah, okay. Die Änderung des Sinistropen ist eben Psionik und Entropie. Brauche ich ehrlich gesagt nicht. Die Änderungen der Disziplin Taumaturg. Ja, Taumaturg. Total komisch, ey. Verstecken den Einsatz eurer Licht- und Mentalmagie. So, was? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass die beiden brauchen wir nicht. Da machen wir hier mal weiter. Arkane Macht. Alle Elementarzauber verursachen 13% mehr Schaden. Nice. Cool, cool, cool. Okay. Das war's dann hier wieder mit dem coolen Talentbaum. Der, finde ich, ziemlich gut gelungen ist. Also die Sachen sind nicht OP, sie sind aber auch nicht zu schwach. Man merkt einen Unterschied. Ja, und finde ich auf jeden Fall gut gemacht. So, ich sollte jetzt mal eben hier meinen anderen Helm aufsetzen. Hier, die... Genau, so. Das benutze ich ja nur wirklich für Preise. Also Preise werden um 3% besser, wenn ich das eben trage. So, meine Freunde. Was haben wir denn hier jetzt? Dann speichere ich mal eben kurz. Nicht, dass mir irgendwie das Spiel abschmiert und dann alles verloren gegangen ist. Ey, guck dich das an. Guck mal, das ist viel schneller. Geil. So. Oh, guckt euch das an. Das ist total geil. Das ist... Ey, Leute, das ist richtig geil. Der Bogen fühlt sich super hammer an damit. Spinnengift. Cool. Krass, dass du eine Flasche bei dir hast. Kleine Spinne. So, mal eben kurz gucken, ob hier noch irgendwas Verstecktes ist. Hier zum Beispiel. Finnwurz. Das war doch irgendwie ziemlich gut. Damit konnte man irgendwas machen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hallo. Hui. Wir gehen erstmal rechts lang, würde ich sagen. Was war das denn jetzt? Oh, hallo. Oh, guck dir mal meinen Bogen an. Der ist ziemlich schnell. Ah. Was zur Hölle? Was bist du denn für ein Ding, ey? Oh Mann, ey. Voll am Rumbaggen. Noch mehr Spinnengift. Alles verkaufbar. Ich weiß nicht wieso, aber hier ist irgendwie die ganze Zeit so ein komischer... Was war hier noch mehr? Wurzelkraut? Okay. So ein komischer Staub, der hier auffliegt. Und warum... Was ist mit den Spinnen los? Warum sind die so eingefroren und reagieren erst, sobald ich wirklich neben denen bin oder die angreife? Warum... Irgendwie komische Viecher, ganz ehrlich. Hier irgendwo ist noch einer. Oh, da ist eine fette Kiste. Guck mal hier. Ey, wie riesig bist du denn? Ja, hier ist die Mutter. Guck mal, die kann ich schon halb... Hä? Ich glaube, irgendwie sind die verbuggt. Irgendwas ist mit denen... Die sind auf jeden Fall verbuggt. Oh nein, ich bin getroffen. Scheiße. Also kann ja nicht sein, dass hier... Weiß nicht, irgendwie können die mich auch gar nicht wirklich treffen. Also zumindest mit der Nahkampf... Mit dem Nahkampfangriff, was sie da haben. Komische Spinnen. Komische Spinnen. So, Waschfrauenpilz. Okay. Stahlschlachtaxt des Frosthauchs. Hui. Dann haben wir noch eine Schmuckschatulle. Ich speichere mal. Und... Zack, da haben wir easy. So, Granatstein. Super. Den können wir wieder irgendwie für 40 oder sowas verkaufen. Der gibt auf jeden Fall einen guten Preis. Noch mehr Waschfrauenpilze. Ach, hier haben wir noch eine Truhe. Und Pilze... Dietrich, Einzelteile. Ja, nehmen wir alle mit. Groschen und Mannertrank, wow. Und jetzt fragt sich natürlich, was in der fetten Kiste hier noch drin ist. Da bin ich jetzt echt richtig gespannt drauf.
Und sonst ist hier auch, glaube ich, nichts. Ja. Okay, speichern. Denn wahrscheinlich... Ja. Gesellenschloss. Wow. Wow, das war ja richtig schwer. So, wir bekommen, wow, 2 allgemeine Seelensteine. Dietrich, 33 Groschen. Silberring des Fechters. Einhandangriffe verursachen 7% mehr Schaden. Nicht schlecht. Trankmischertrank. Und dann haben wir hier noch ein Feuerbuch. Hellsehen. Zeigt den Pfad zum aktuellen Questziel. Ja, nicht so wichtig, kann ich eher verkaufen. Und er schafft ein magisches Schwert. Können wir auch verkaufen, weil wir das schon gelernt haben. Aber wir machen es einfach mal. Ich mag es einfach, so ein Sammler zu sein. Deswegen nehmen wir die einfach mal rein. Haben halt neue Zauber. Ist ja auch okay. So, speichern. Zack. Und dann gucken wir mal weiter. Oh, da ist einer. Ja, gefunden. Voll gut ausgewichen, ey. Krasse Sache. Bist du da? Nee. Ah, da kommt sie. Oh nein, Leute, sie greift an. Zack. Tja, das hast du davon. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie rennen die total auf einen zu, anstatt einen... Oh, eine Eisbranke. Anstatt einen irgendwie abzuschießen. So, was haben wir hier? Rucksack. Enzyklopädie. Auf Englisch, wieso auch immer. Okay. Und noch mehr Bücher. Cool. War es das schon? Interagieren in Schrift. Vorsichtig tastet ihr den Baumstumpf ab. Ihr werdet prompt fündig. Auf der Rückseite sind die Buchstaben UUOL. Cool. Cool, cool, cool. Noch ein paar Pilze. Die Inschrift. Und haben wir sonst noch irgendwas Cooles hier? Ich glaube nicht. Ja, okay. Nice. Boah. Voll der Wasserbug, ey. Krasse Sache. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, kommen einfach die Fledermäuse da raus. So. Also das hat sich... Also ganz ehrlich, das hat sich richtig gelohnt. Also wenn mir jetzt noch jemand sagt, hör mal, dann hat sich nicht gelohnt, dem gebe ich eine Schelle. Nee, aber echt. Wir haben so viel Money im Moment. Wie viel war das? 5300 oder sowas? Hier, warte mal. Ja, 5312, ich meine. Hallo. Hallo. Ah, warte, kann ich dich jetzt töten? Weil ich ja schneller schießen kann. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen müssen. Ach, egal. Renn halt weg. Ich dachte, das wären tote Wölfe. Oh Mann, ich dachte, da hier liegen so... Ja, okay. Hier liegen echt tote Wölfe rum, ey. Nee, ich dachte wirklich, das wären tote Wölfe da auf dem Boden. Deswegen bin ich so angehalten und habe da so drauf geguckt. Oh Mann. Was war die Taste nochmal zum automatischen Laufen? Ach verdammt, was war das nochmal? Alt? Nein. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das war irgendeine Taste, die ich immer vergesse. Hallo. Boah, ich habe noch immer ziemlich schlechte Sachen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ist ja auch noch am Anfang. Wahrscheinlich werden wir nachher auch noch so... Warum rennen die eigentlich hier... Ich schieße die jetzt einfach mal ab. Komm, ich habe so viele Pfeile. Ja, jetzt rennt er natürlich viel zu weit weg. Und jetzt könnte ich hier auch unter Umständen... Oh Gott. Hey, mein Hirsch rennt weg. Warum hast du den nicht aufgehalten? Toll, ey. Na egal, der rennt ja so oder so dahin, wo ich hin muss. Aber guck mal, wie soll ich denn der treffen? Der ist super schnell. Und ich habe voll wenig Ausdauer. So, Hirsch, ich will... Ich kann doch hier nicht schießen. Ja! Oh Gott, ey. Irgendwann treffe ich hier noch einen. Ja, sorry, dass ich hier ne, rumgeschossen habe, Bettler. Oh, 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 warum kommt der dann zurück? Warum kommst du zurück? Bist du blöd? weißt du? Oh Mann. Der denkt sich einfach, oh mein Gott. Endlich kann ich von DJ geschlachtet werden. Warum kommst du denn jetzt auch zurück?
Ja, aber den habe ich noch nicht. Habe ich noch keine Leben. Hä? Ja, dann jage ich den mal, ne? Warum kommt er zurück? Ich bin verwirrt. Was ist mit denen los? Ich weiß nicht, sind dann vielleicht wohl Suizidhirsche oder sowas? Ich dachte erst, hier liegt das schon rum. Hä? Ich glaube, das weiß einfach nicht, wo lang. Weil das hier in der Stadt ist. Ja, durch Türen kannst du nicht durch. Schade aber auch. Boah, was ein bescheuertes Verhalten, ey. Ja, na gut. So. Dann gehen wir mal hier rein. Und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Alchemie. Ja, und den Arkanen Runenzauber, so heißt er, glaube ich. Mal ausprobieren. Da werde ich dann auf jeden Fall mal ein paar Waffen opfern. Zumindest die Waffen oder die Verzauberung, die ich wirklich haben will. Und den Rest verkaufen wir dann. So, guten Tag. Hallo, Tänzer. Spielmann. Kann ich hier irgendwas... Nee, kann ich... Ach, warte, bei dir kann ich doch kaufen, oder? Willkommen, Zeig mal, was du im Angebot hast. Du hast auf jeden Fall coole Koteletten. Wenn das überhaupt noch Koteletten sind, soweit wie die gehen. Ich will was verkaufen. Kann aber nur Essen verkaufen. Nee, dann. Nee. Schreitet wohl. Dann, nee. Hey, wartet mal. Ihr seid doch Nirimese, oder? Hä? Wieso, ja? Woher wisst ihr das? Naja, sagen wir es so. Ich habe hier und da ein paar Augen. Und es ist immer gut zu wissen, wer, wann und wie in diesem Viertel verkehrt. Okay. Und was wollt ihr von mir? Hilfe! Ihr seid ein unbekanntes Gesicht und das ist genau das, was ich gerade brauche. Lasst es mich kurz machen. Ich bin Geschäftsmann und mein Spezialgebiet sind die flüssigen Genüsse. Bier, um das Kind beim Namen zu nennen. In den Arca-Tavernen werden vorwiegend zwei Getränke ausgeschenkt. Und das ist zum einen mein Bier und zum anderen Flussheimer Met. Dalsarker Honigwein, wie sie das Gesöff nennen. Eigentlich haben die Flussheimer Kälterei und deshalb will ich, dass ihr mir helft, ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit zu üben. Okay, gut, ich helfe dir, mach ich einfach mal. Solange ich Money bekomme, ist auch alles gut. Sehr schön. Hier, das ist ein Fläschchen hochkonzentrierter Ess. Und das muss ich zwar nicht sagen, aber dennoch... Hey, wartet mal. Ihr seid doch Nirimese, oder? Ja, das hast du schon am Anfang gesagt. Okay, anscheinend müssen wir jetzt irgendwas hier boykottieren. Na gut, okay, dann machen wir das einmal. Wo war das jetzt? Ey, ich habe so viele Quests hier. Hey, irgendwie wurde das gar nicht... Hä? Komisch. Irgendwie wurde das gar nicht... Hä? Egal. Irgendwie wurde die Quest gar nicht eingetragen. Oh Gott, ja. Und... Oh, mein Fuß. Schreitet wohl. Kann ich euch... Warte mal eben. Ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch hier, einladen. Warte, bla bla bla. Wenn uns die goldene Sichel die nächsten Tage nicht zufällig ein Fass Groschen vor die Tür stellt, wisst ihr es? Tja, und seit meine Mutter sich entschuldigt. Naja, und falls ihr euch fragt, warum wir sie nicht einfach besuchen, das würdet ihr tun? So, halten wir mal schnell durch. Ja, das wäre natürlich großartig, aber ich... meine Mutter... So, da in etwa dürfte die Hütte sein. Glaube ich zumindest. Ich bin keine Kartografin. Also dann viel Erfolg und bleibt am Leben. Und danke. Jo. Okay, bei Andraster tapfer Blutes nach dem Rechten sehen. Können wir auch noch machen. Ich habe das einfach mal jetzt hier schnell durchgemacht. Das ist wahrscheinlich irgendwie eine, weiß nicht, war bestimmt wieder irgendwie so eine RTL Story, die dir da erzählt hat. Hat bestimmt aus dem Skriptbuch vorgelesen. Ja, und dann dachte ich mir, nee. Komm, das hören wir uns jetzt auch nicht noch an, ey. Das reicht. Ein bisschen RTL ist ja okay. Aber nicht zu viel. Was machst du denn hier? Grüße. Ach, du bist... Nee, du bist ein Mutant Auge. Zeig mal eure Ware. Beste Qualität. Von Arctwen bis nach Enderal.
Cool. Du hast einen Eichenbogen des Frosthauchs für 666. Sag mal, du bist der Teufel, Fräulein. Guck dich das an. Ich habe super viel Geld, ne? Aber ich kann mir gar nichts Gutes kaufen, weil die nichts haben. Voll unnötig, ey. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Schleichen ist um 7% effektiver und das für 1000. Aber was sind das denn für Preise? Aber bist du bescheuert, Fräulein? Hier, ich nehme an das mit dem... Ey, 1300 für ein Meisterbuch. Holy shit. Ich würde sagen, wir kaufen uns ehrlich gesagt mal was. Lehrlingsbuch Schlösser knacken. Komm, das kostet 16. Oh, warte. Wisst ihr was, wir... Obwohl, Lehrlingsbuch. Ich weiß nicht, wie viele Lehrlingspunkte ich noch nehmen kann. Ich kaufe mal jetzt ehrlich gesagt nur eins. Von den beiden. Und dann teste ich das mal eben. Ich habe das noch nie gemacht, hier mit dem Aufleveln. Wo ist das jetzt? Hier irgendwo. War ja Wert 16. Hier, Lehrlingsbuch Mentalismus. Mentalismus um 1 auf 16 erhöht. Parieren. Okay. Okay, Gesellenbuch bringt also anscheinend noch nichts. So, warte mal. Selbstverständlich. Also wir müssen mit was anfangen? Wir müssen mit Lehrling anfangen. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns mal Lehrlings-Einhandkampfbücher. Ich weiß halt eben nicht, wie viele. Erstmal eins. Fernkampf können wir auch erstmal eins machen. Ich glaube... Leichte Rüstung auch. Ich glaube, das ist echt gut, wenn wir da unser Geld hier reinpacken. Was haben wir denn noch hier? Schleichen. Gesellenbuch ist auf jeden Fall teurer. Experten richtig teuer und Meister halt übelst viel. Okay. Einhand, Fernkampf, Alchemie brauchen wir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Handwerkskunst auch eigentlich nicht. Schleichen, Schlösser knacken brauchen wir alles nicht. Dann nehmen wir mal die beiden Bücher jetzt hier. Das kann man auch lernen. Anscheinend nicht. Kann man nur lesen. Da. Gesellenbuch, Einhandkampf. Nee, nicht Gesellenbuch, sondern Lehrlingsbuch. Wo haben wir es hier? 1 auf 17, 1 auf 17. Auf 17. Möge sein Licht euch leiten. Ja, aber ich weiß natürlich nicht, ab wann der nächste... Schreitet. Ich bin mir sicher, ihr Schritt werdet ist. Etwas finden. Ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt von beiden einfach drei Bücher. Also drei von dir. Und drei von dir. Komisch, dass es hier nichts irgendwie für... Ja, Alchemie. Alchemie ist ja nur das Brauen. Irgendwas für Zauber gibt, für Elementarismus. Ah, ich habe mir ins Auge gestochen. Ah, verdammt. Ah. Okay, ja, dann werden wir jetzt mal eben hier drei Bücher lesen. Und ich werde mal eben hier das nach den Namen sortieren. Irgendwie ist das nervig. Lehrlingsbuch Alchemie. Haben wir 5 von. Warum haben wir davon so viel? Machen wir einfach mal. Und dann hier, zack. Auf 18, auf 19, auf 20, auf 21. Okay, super, geht ja einfach so. Auf 17, 19... 20, cool. Und dann machen wir nochmal eben leichte Rüstung 3. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Leichte Rüstung. Da. Nehmen wir auch nochmal 3. Und dann sind wir auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall alles schon mal auf Stufe 20. Was genau die verschiedenen Stufen bringen, weiß ich nicht. Aber wird ja auf jeden Fall nicht schlecht sein. So, jetzt haben wir alles auf 20. Perfekt, dann würde ich sagen, glaube ich, können wir das eigentlich noch höher machen. Ich würde sagen, dass wir wirklich sehr, sehr viel von unserem Geld da reinstecken. Ich denke mal, das ist wirklich eine lohnenswerte Investition. Nun gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden jetzt so ein bisschen halt uns vorbereiten auf den... Warte mal, ist eigentlich schon das hier? Warte mal. Warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Ja, wir müssen immer noch warten. Wir könnten natürlich das Ganze auch überschlafen, also könnte man auch machen, aber wir können auch einfach in der Zeit unsere ganzen Sachen, die wir jetzt mal fertig machen müssen, fertig machen und halt eben ein paar Nebenquests machen, damit wir eben Geld bekommen. Ja, und dann
Ich habe ja gesehen, im letzten Kampf hat man gesehen, dass ich übelst wenig Leben hatte. Dass ich super schnell gestorben bin gegen diese Trolle da. Und das darf einfach nicht mehr, also das kann einfach nicht mehr vorkommen. Das ist super schwer dann. Da muss ich lieber jetzt mal so ein bisschen reinhauen hier. Nun gut, Leute, das war's mit der Folge. Wie immer wäre Hammer, wenn ihr bewerten würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Also, haut da rein und tschüss.